Seit 2 Tagen habe ich jetzt Schmerzen in der Hüfte, im Oberschenkel und im Hintern. Ja? Und das liegt an diesem Mann, Experte für Beweglichkeit, Flexibilität, Silvester Neithardt, heute bei uns im Interview. Viel Spaß beim Video. So, Silvester, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich am Sonntag jetzt nochmal mit uns hier zu treffen. Ja. Wir hatten ja die Ehre, im Athletiktrainer-Lehrgang dich am Freitag als Dozent zu haben. Du hast uns viele neue Einblicke gezeigt, eigentlich schon die modernsten Einblicke im Thema Beweglichkeit, Flexibilität, hast viel Praxis mit uns gemacht, daher rührt auch der Schmerz. Ja. Vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen was über dich erzählen, was du so gemacht hast in deinem Leben, wie du zu diesem ganzen Thema gekommen bist, ob du auch Berührungspunkte mit dem Tennis hast, eine eigene Tenniskarriere vielleicht sogar. Und dass wir mal eine Vorstellung von dir haben. Ja? Gerne. Also ursprünglich komme ich aus dem Ski-Alpin-Bereich. Habe es zwar schon in die deutsche Nationalmannschaft geschafft, aber nicht ganz nach oben. War sehr junger Bundestrainer, habe dann Olympiamannschaften betreut, sogar noch während dem Sportstudium und habe Sport- und Betriebswirtschaft studiert. Und da war ich verantwortlich für den athletischen, konditionellen Bereich. Das war interessant, weil bei einer Olympiade zählt wirklich nur in Anführungszeichen eine Medaille. Mhm. Und wenn du mit deinen Athleten Vierter und Siebter wirst, beißt du dir wortwörtlich wirklich in den Allerwertesten. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann eine Olympiade drauf, 2 Goldmedaillen mit einem Athleten zu schaffen, dazu beitragen zu dürfen und es miterleben zu können, das war echt ein Erlebnis. Das war cool. War dann noch verantwortlich für den Deutschen Skiverband für den Nachwuchs ein paar Jahre und habe dort dann eigentlich meine, sage ich mal, Ski-Ambitionen ablegen können. Es war irgendwo, ja, das kann man fast sagen, alles erreicht. Nicht als Athlet, aber als Trainer. War cool. Habe dann eine Therme Geinberg mit konzipiert, geplant, ganz was anderes, einfach die Praxiserfahrungen in eine Kurz- und Zweiturlaubanlage integriert. Mhm. Und da habe ich dann schon angefangen, den Günter Brestlich kennenlernen zu dürfen mit dem Stefan Kubik damals. Okay. Und habe dann praktisch übers Reden kommt man zusammen, hat der Günter gesagt, Mensch, kannst du mir den Stefan fit machen? Mhm. Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Ich glaube, er war so 90 und wo ich dann aufgehört habe, war so um die 20 rum oder Best Ranking 20. Wow. Da habe ich dann mehr oder weniger eine schöne Freundschaft noch nebenher aufgebaut durch eine andere Tätigkeit zu auch anderen Tennisspielern und unter anderem auch dem Rainer Schüttler. Mhm. Und bei den US Open, ich kann mich noch so gut erinnern, er hat trainiert mit Goran Ivanisevic, habe ich während dem Training gesagt, darf ich was sagen? Und ja, Dirk und Rainer haben gesagt, ja, logisch. Und da ging es los. 2-1 bis 2-7 rum habe ich praktisch mit dem Rainer tennismäßig gearbeitet. Ich selber nur während dem Studium als Tennistrainer habe ich irgendwo mein Studium finanzieren können. Aber zu, sage ich mal, leistungsspezifischeren Ehren hat es nie gereicht. Da war ich zu schwach. Mhm. Aber so habe ich 2 Sportarten praktisch ganz oben mitwirken und arbeiten dürfen. Das war cool. War auch eine Prägung, aber man kann sagen, diese fast 2 Jahrzehnte, es war sehr leistungsdiagnostisch angehaucht, trainingslehrelastig. Und das ist schon okay, dass man als Athlet braucht man eine gute Lunge, man braucht Kraft, man braucht einen guten Speed. Aber man kann wirklich sagen, so seit 2003 findet oder hat bei uns ein Umdenken stattgefunden, so ein bisschen mit dem Impuls von Klinsmann. Von wir sind sehr auf die Funktionalität jetzt mehr eingegangen. Das hat vorher einfach gefehlt. Also da ging es wirklich einfach nur um diese Parameter. Schnell, Kraft, Maximalkraft und Lungenvolumen. Und das andere kam einfach, hey, da hast du kaum Gedanken drüber gemacht. Hast zwar schon mal ein bisschen Beweglichkeit oder gestretched, aber das, was dir in die Wege gelegt wurde, was der Körper, die Gelenke können oder können sollten, die vielleicht durch einseitiges Training oder durch unsere Alltagsroutinen verloren geht, da haben wir wirklich in den Anfängen nicht drauf geschaut. Mhm. Und da habe ich mich reingefuchst. Da habe ich mich reingefuchst, die letzten 15, 16, 17 Jahre. Und würde den Begriff Beweglichkeit einfach ein bisschen ausdehnen, fast so
Überprüfung, Screening, Testing, Funktionelles, was der Gelenke und Körperapparat, was er eigentlich kann oder können sollte. Und das finde ich auch immens wichtig, dass man das eben vorher macht, bevor ich mit jemandem trainiere. Also erstmal überprüfe, screene, teste, Assessments mache, um das zu überprüfen, wie schaut es überhaupt mit deiner Basic aus, wo sind deine Stärken und Schwächen. In der Mobilität, in der Stabilität und natürlich kannst du noch weitergehen in Richtung, dann, wo die anderen Parameter mit dazukommen, ja, Kraft. Oder, aber erstmal sollte man das vorher, diese Mobilität, Stabilität, Funktionalität, das sollte man erstmal überprüfen. Ja. So gesehen fühle ich mich als Praktiker. Also die letzten 10 Jahre habe ich für 2 Akademien Ärzte, Therapeuten und Trainer ausgebildet. Eigentlich wirklich in diesem Segment. Was mache ich vorher oder was sollte ich vorher machen? Und anhand der Ergebnisse, was kann man ihnen an Benefit mitgeben? Welche Übungen machen sie? Und dann, wie integriere ich es in mein Training? Oder ja, wie baue ich mein Training danach auf? Ja. Und ich denke, ja, das mache ich jetzt halt praktisch mit verschiedensten Sportarten. Mhm. Kommen immer wieder Menschen hier auch in diese Facility. Oder eben, ich reise rum und gebe dann mal einen Workshop oder Seminare, was ja heuer ein bisschen kürzer war. Oder? Ja, sehr cool. Du sagst ja, du bist wirklich ein Practitioner und das durften wir auch wirklich am Freitag miterleben. Es war kein Frontalvortrag, es war wirklich, du hast es kurz und knackig auf den Punkt gebracht, was ist wichtig. Da gehen wir auch gleich nochmal im weiteren Verlauf des Videos ein bisschen darauf ein, was ist wichtig für den Tennisspieler. Du hast es direkt von Anfang an kommuniziert, was gegeben sein muss, worauf man achten muss. Ja, und auch viel, viel Sachen mit uns ausprobiert, viel gesehen auch bei uns. Ich glaube, das Auge schult sich halt mit der Zeit. Ne? Du siehst immer besser, was wichtig ist. Du weißt genau, obwohl ich es schwierig finde, zwischen den verschiedenen Sportarten auch zu switchen, weil du musst ja wirklich sehen, was ist jetzt Schwerpunkt im alpinen Bereich, was ist jetzt Schwerpunkt hier beim Tennis. Ne? Und wenn du sagst, du machst auch noch mit Privatleuten hier viel, natürlich, das ist das Normale, dieses aufrechte Gehen, auch das aus dem Sitzen immer rauskommen. Deswegen eigentlich ist das auch das erste Video, was wir vorher gesagt haben, wir machen zum Stehen. Ja. Jetzt haben wir uns doch hier für die Petsi-Welle entschieden, damit wir noch ein bisschen Stabilität drin haben. Ne? Normales Sitzen hättest du nicht akzeptiert. Ne? Nein. Und man merkt es auch hier an dieser Stelle, das ist wirklich deine Lebensphilosophie. Ja? Du bist wirklich in dem Thema drin und das finde ich auch so cool und du bringst das halt auch einfach so rüber. Ja, du stehst hinter der Philosophie und du ziehst es auch so durch. Ja, das Coole daran. Und dann hast du es mir eigentlich auch schon vorweggenommen, ja, die Faszination Beweglichkeit, die ist halt einfach, dein Leben dreht sich darum, sozusagen. Oder na, Beweglichkeit war es ja nicht, wie du es genannt hast. Ich würde es genau, immer ein bisschen breiter. Ja, ja. Beweglichkeit ist, wow, da schlagen ja viele deiner Kollegen dann oft mal die Hände über den Kopf. Mein Gott, ja, so nach dem Motto. Also ist fast unterbelichtet, aber wenn man einfache kleine Beispiele nennt, tennisspezifisch, wenn ich halt in der Beweglichkeit, nimm nur mal die BWS her, eingeschränkt bin, weil ich vielleicht viel sitze, viel reise, viel hocke, was leider immer mehr Ambitionen hat, durch das Handy, durch Laptop, Computer, die sind ja auch ständig unterwegs. Ja. Und dann bin ich oft sehr tight, habe aber auch natürlich eine Sportart, die sehr, sagen wir mal, nach vorne frontallastig ist. Dann ist eine Einschränkung, ja, in der Beweglichkeit macht viel aus. Ich habe technische Auswirkungen, ich habe feinmotorische Auswirkungen, ich kann nicht mehr so viel Kraft involvieren, ich habe einfach nicht mehr diesen Speed und so weiter. Also es summieren sich nur aus den kleinen, sage ich mal, Einschränkungsmodulen viele, sage ich mal, negative Dinge heraus. Ja. Und das wird unterschätzt. Und ich finde, da gibt es viele Beispiele, weil die Beweglichkeit, oder noch anders gesagt, ein Gelenk, das eine gewisse Grundbeweglichkeit haben sollte, hat aber auch die Aufgabe, das stabil ausführen zu können, diese Bewegung. Das heißt, ich finde, Beweglichkeit in Verbindung mit der Funktionalität des Gelenkes, des Körpers, der Bewegungsmuster, das finde ich eigentlich übergeordnet viel wichtiger. Also nur, ich brauche irgendwie ein bewegliches Gelenk. Ich brauche ein stabiles. Also es ist ein Miteinander. Ich sage immer gern, ich brauche eine mobile Stabilität und ich brauche eine stabile Mobilität. Und da sind die meisten total eingeschränkt. Ja. Leider. Ja. Das
sind sehr kraftvoll, sehr sportartspezifisch trainiert, aber du merkst, dass wirklich Brustwirbelsäule ist so ein Hauptding, das ja irgendwo dann auch vernetzt ist irgendwann mit der Schulterbeweglichkeit oder Mobility, dann sehr stark die Hüften bei den meisten. Also nicht nur Tennisspieler. Der Fußballer kommt halt einfach auch viel vom Sitzen. Ne? Viel vom Sitzen und auch von der Einseitigkeit. Und ganz brutal Füße und Sprunggelenk. Alter Schwede. Also echt Wahnsinn. Ja. Und da schenken die so viel her. Weil wenn das Sprunggelenk die Grundmobilität nicht hat, dann tue ich mich einfach schwerer, mich gut, sag ich mal, abzudrücken, gut zu landen. Da meine Kraft auch umzusetzen, die ich da jetzt irgendwie in den Sprint oder in den Start reinbringen möchte, weil ich diese Winkel gar nicht produzieren kann. Und da fehlt mir so viel, dass das dann natürlich auch auf meine ganze Biomechanik, auf meine Motorik Auswirkungen hat, respektive auf meine Technik, auf fast alles. Ja. Und das wird leider viel zu wenig beachtet. Ja. Ja, das war eigentlich schon wieder meine nächste Frage. Ja, es ist so, warum ist die Beweglichkeit im Tennis so wichtig? Und du hast es auch wirklich schon jetzt mit Praxisbeispielen belegt. Ja, Brustwirbelsäule geht irgendwann in Richtung Schultermobilität. Ja, ich kann den Aufschlag vielleicht nicht mehr so beschleunigen, wie ich es vielleicht beschleunigen könnte. Ja, auch was du sagst, Sprunggelenk, auch gerade bei mir ein großes Problem, was sich dann immer weiter nach oben zieht. Ne? Wenn die Sprunggelenke nicht richtig funktionieren, kann auch mal was im Knie passieren. Oder noch weiter oben kann auch was in der Hüfte mal schräg stehen, was sich dann nachher irgendwelche chronischen Beschwerden entwickeln. Ne? Ja, haben wir ein paar Beispiele. Genau. Viele. Also viele der ehemaligen Athleten haben echt Probleme mit ihren Gelenken. Es ist nicht unbedingt zwingend eine Sportart, für die wir konzipiert wurden. Deswegen lege ich extrem Wert, dass meine Athleten, so wie du Zähne putzt, genauso sollte man eine Gelenkshygiene machen. Und das wird einfach, mein, der Körper, der funktioniert ja. Er soll vielleicht noch ein bisschen schnell sein und soll vielleicht noch ein bisschen schnell am Ball spielen können. Und dann wird es immer so dogmatisch runtergebrochen, nur noch Tennis, Material, Technik und ein bisschen Kraft und Schnelligkeit. Aber es ist so schade, wie sie eigentlich ehrlich mit ihrem Körper professionell oder nicht so professionell umgehen. Und das siehst du große Unterschiede. Also es gibt ein paar Beispiele, oder? Die in ihrer Sportart ewig lang oben sind, ja, klar. Die arbeiten verletzungsfrei auch, ne? Sehr verletzt und arbeiten richtig viel. Ja. Und das gebe ich denen schon auch mit, so verständnisvoll wie es geht. Die sollen ja auch verstehen, warum. Also ich will nicht einfach ihnen hier immer eine Zaunlatte draufhauen, wow, was ist mit deinem Sprunggelenk, sondern sie sollen ja auch verstehen, was das für Auswirkungen hat. Und dann aber auch dafür was tun. Und das ist wie Zähneputzen, was ich halt Tagesroutinen machen, weil einfach der Körper wirklich miteinander kommuniziert und die kapsuläre Ebene der einzelnen Gelenke ist einfach wichtig, die vorzubereiten, durchzubluten, das anzukurbeln, das einfach mit dem Gehirn und den Nervenendigungen, dass halt da einfach wirklich Kommunikation stattfindet. Und es kann nicht sein, dass ich einfach sage, sorry, ist ein Vorwand oder eine Ausrede, spiele ich mal im Kleinfeld ein, mach dich warm. Ja. Das ist zu wenig. Ja. Ja. Also vor allem jetzt leistungsspezifisch. Du hast es uns ja am Freitag auch schon dargelegt, du hast uns eine Routine gezeigt, die auf jeden Fall immer da sein sollte, 7,5 Minuten. Ja. Hast du gesagt, das ist sozusagen, dann hast du alles einmal durchgemacht. Ja. Ja. Wenn ihr mehr von solchen Praxissachen sehen wollt, dann schreibt das unbedingt unten in die Kommentare rein. Da können wir vielleicht irgendwann nochmal einen Termin ausmachen. Dann machen wir das auf jeden Fall auch mal. Und du kommst jetzt eigentlich schon in dem, wie du es beschreibst, auf die nächsten Schritte hin, wo ich auch hin wollte, weil du sagst, es ist auch viel mit Kopf, mit Gehirn dahinter, mit Neuro. Ja. Ja. Also die Bewegungen, die wir auch machen, die müssen auch irgendwo abgespeichert werden, eingeschliffen werden. Ja, weil das, was wir jetzt hier durch diese Fehlstellung teilweise haben, durch diese Einschränkung, das speichert sich der Körper natürlich auch ab. Wenn wir es jetzt nur irgendwie ein, zweimal machen und gar nicht diese neuronale Vernetzung nach dem Training haben, dann ist es schwer, das irgendwann auch zu wiederholen und wieder so abzurufen, dann auch in diesen besseren Stadien. Ja. Ja? Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen was zu erklären, was hat das Ganze so auf sich, diese Neuroathletik? Wo ist die Verbindung zwischen Muskel, Gelenk und Gehirn? Was muss ich vorab machen, was muss ich im Nachhinein machen, dass es wirklich diese Connection gibt? Und dass das wirklich dauerhaft auch dann
ausgeübt werden kann vom Athleten? Wow, ich denke, der Körper, ich nenne ihn gerne Wundermensch, hat so viele Ressourcen, die wir zu wenig nutzen oder zu einseitig. Auch gepeinigterweise durch Laptop, Handyzeitalter, Computerzeitalter, wenn ich mal nur das Auge, das ja mit der Vernetzung vom Gehirn visuell einen enormen Einfluss auf den ganzen Körper hat. Und selbst ich bin auch mit offenem Mund dagestanden, wo ich das erste Mal an mir selber testen durfte, dass wir simples Augenkreisen oder einfach mal die Pupillen zu verschieben, links, rechts, oder einfach mit den Augen verschiedene Ebenen mal zu üben oder auch mal nah, fern zu üben, und du bist beweglicher danach, dann staunst du auch, oder eventuell sogar ein bisschen mit mehr Power, du hast mehr Energie, und dann fängst du schon das Grübeln an. Dann merkst du einfach, wow, also das Neuronale, das Gehirn, scheint so wirklich mit, ja, da kommt alles zusammen. Und wie du auch angesprochen hast, wenn ich Fehlstellungen habe und in die Fehlstellung ständig reintrainiere, speichert es ab. Und wenn ich die Chance habe, vorher mit neuronalen, simplen Komponenten den Körper so vorzubereiten, dass einfach das Gehirn und auch diese nervalen Endigungen und diese Kommunikation, wenn das dadurch gefördert ist, ja dann, hey, hallo, baue ich es ein. Und gleichzeitig sehe ich es auch als Ausgleichstraining an, denn das Auge schaut wirklich viel zu lang, zu starr. Und aufs Tennis übertragen, ich brauche ein schnelles Auge. Ich brauche gutes peripheres Sehen. Ich brauche auch mal nah fern. Ja. Und wenn ich aber vorher, ich weiß nicht, jetzt übertreibe ich, 2 Stunden in ein Handy reingeschaut habe und gehe so auf den Tennisplatz, ist nicht unbedingt zwingend eine gute Vorbereitung. Und das sind simple, einfache Übungen, aber da weiß man auch schon mehr über, was Ohren beeinflussen, was eine Zunge, die vernetzt ist, was da im Gehirn beeinflusst wird und gleichzeitig für Reaktionen im Körper entstehen. Oder einfach, dass ich mal nur nerval den Körper aufwärme. Das sind Dinge, wo ich sage, Mensch, je nachdem, wo ich mich befinde, in welchem Stadium als Trainer, oder wie leistungsbezogen, aber selbst wenn es ein Anfänger ist, der 40 Jahre ist, möchte Tennisspielen anfangen und ist ein Büromensch, ein Sitzathlet, jetzt übertreiben wir, ja, kommt mit so einer Haltung zu dir und merkst völlig irgendwie gefühlt eingerostet, ja, koordinativ, was los? Ja, wenn der 10 Stunden vorher einfach irgendwo in einen Computer geschaut hat, nur gesessen ist und mit dem Auto zu dir zum Tennisplatz fährt, dann wäre es vielleicht auch ganz witzig, mit dem mal eine Minute ein paar Augenübungen zu machen. Und die Minute ist Gold wert. Ja. Und das ist für mich so eine Preparation, die ich ein bisschen ausdehne. Ja? Also ich mache, wenn ich die Zeit habe und es ist sehr professionell aufgeführt, dann mache ich da ein paar Minuten länger. Aber da ist meist dann wirklich einfach was Visuelles dabei. Das Gleichgewicht anzukurbeln, da kann man auch mit schnellen Kopfbewegungen viel erreichen. Wahrscheinlich ein bisschen die Zunge mit drin, vielleicht auch ein bisschen der Fuß. Mal noch irgendwie Nerve Glides, klingt alles so geschwollen, aber ja, ja. Das ist für mich jetzt so 1x1, aber die Athleten, die sind auch dankbar dafür, weil sie merken, ich bin einfach wacher, ich bin besser drauf und du kannst es vorher, nachher auch testen. Ja. Total frappierend. Ja, wir haben es ja gemacht. Ja, genau. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie was Ausgedachtes ist, also ja. Wir haben es wirklich gemacht, alleine die Zunge zu kreisen, 5-mal in eine Richtung, 5-mal in die andere, hat uns wirklich bei einer bestimmten Übung schon viel mehr Stabilität gegeben. Ja. Dann, was du gesagt hast mit dem peripheren Sehen, auch, dass man scharf stellt, was man hinten zum Beispiel eine Bande hat, dann wieder auf den Finger. Also das waren wirklich einschneidende Erlebnisse, die wir da hatten. Ja, freue ich mich. Ja, und das kriegt man einfach viel zu wenig mit, das ist noch viel zu wenig präsent. Du sagst es ja auch, die Forschung in dem Bereich ist ja noch so, sagen wir mal, in den Babyschuhen eigentlich. Ne? Ist noch jung, ja. Aber die Erkenntnisse daraus finde ich schon phänomenal. Ja. Und das ist für mich ein Einstieg nach den Ergebnissen. Also ich sammle ja zuerst immer Erkenntnisse. Wie funktioniert der Körper, die Gelenke, wie schauen bestimmte Bewegungen aus. Und da mache ich mir ein ganz einfaches Ampelsystem. Bei Rot schlage ich innerlich den Kopf, also die Hände über den Kopf. Ja, ja. Bei Gelb sage ich okay, aber er schummelt oder kompensiert. So sieht man ja auch im Tennisspiel. Und bei Grün sage ich Gratulation, erhaltet ihr das. Mach weiter. Ja. Aber wenn halt lauter
oder zu viele rote Ampeln, dann kann die erstmal bereinigt. Mhm. Und da mache ich sonst vorher noch kein leistungsspezifisches Training. Also das wäre völlig, wie du sagst, ich speichere sonst eigentlich in das Fehlerbild hinein. Er arbeitet unsauber, er schummelt. Es sind viele totale Weltmeister im Schummeln, im Korrigieren. Ja. Und schenken dadurch viel Energie her. Und das ist unfassbar schade. Ja. Einige Kandidaten hatten wir auch dabei, die wirklich in dem roten Bereich waren. Ja. Dazu zähle ich mich natürlich auch. Ja, okay. Aber du hast mir Mut zugesprochen, gerade nochmal. Ja. Es lässt sich wirklich alles bereinigen. Es lässt sich an wirklich allem arbeiten. Ich habe es ja auch teilweise schon in meiner Vergangenheit so mitbekommen, dass mir gesagt wurde, es lässt sich jetzt nur noch schulmedizinisch irgendwas machen, das heißt Operationen etc. Was gerade, werde ich mal spezifisch, bei mir war es jetzt in Richtung Hüftimpingement, weil ich so ein bisschen ein Problem habe mit der Beweglichkeit in dem Bereich. Du sagst, nein, es muss nicht sein. Wenn man das richtige Training einbaut, wenn man die richtigen Reize setzt, dann kann man es auch so lösen. Ich glaube, fast jeder Tennistrainer hat ein gutes Vertrauen, also wirklich ein vertrautes Netzwerk. Du hast deinen Arzt, es gibt Dinge, wo, da brauchst du einen Arzt dazu. Dann hast du aber wahrscheinlich den Therapeuten. Aber den Gang zum Arzt und zum Therapeuten oder das Zusammenspiel mit der Therapie nach Verletzungen, es kann halt wirklich, oder Unfällen, da würde ich sagen, Chapeau, das sind sie auch super. Aber ich kann präventiver Natur schon wirklich von klein auf so, sage ich mal, schlau, smart, den Körper was beibringen, was er ja schon konnte. Mhm. Also ist ja nicht so, dass ich hier irgendwas Neues erfinde. Ja. Nein, wir waren durch die Bank, jeder, egal welche Hautfarbe, mal Bewegungsweltmeister. Mhm. Und funktionelles Training basiert sehr stark einfach auf diese Entwicklungsstufen des Kindes. Und da kannst du so viel lernen. Ja. Und das spielerisch einzubauen, meinetwegen nach Preparation, nachdem du deinen Körper vorbereitet hast, und dein Gelenk einzeln mit, ich nenne es mal Gelenkshygiene, verglichen mit Zahnputzen oder Zähneputzen. Wenn du das hinter dir hast, ja, dann gehe ich auch in die Entwicklungsstufen rein und lass die Leute erstmal Schwerkraft rausnehmen, weil im Sitzen hängen sie gleich wieder in ihrer Position drin. Ja, das Längenspannungsverhältnis stimmt nicht mehr ganz so. Dann fangt man halt am Boden an. Dann kommt immer das Argument bei den Tennistrainern, ich habe ja die Zeit nicht dazu. Okay, der soll eine halbe Stunde vorher kommen. Mhm. Und das bringst du ihm so bei, dass er sich vorbereitet. Weil wenn du ihn auf den Wettkampf schickst, dann schickst du ihn auch nicht kalt rein. Ja, klar. Spiel dich mal ein mit dem Gegner. Dann machst du auch was. Mhm. Ist eigentlich auch fatal, wenn du es nur immer beim Wettkampf machst. Ja. Weil dann auf einmal, wow, ist heute irgendwas anders als im Training? Mhm. Okay, es ist auch von der mentalen Seite auch ein Ansatz. Ja, klar. Und das Mentaltraining habe ich immer schon, bin auch Mentaltrainer, das heißt, dieses ganze Neuro, Mentale, Körperliche, die Basic, Funktionalität, ist halt ein riesen, klar, Puzzle. Und du bist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich finde es so schade, weil die natürlichen Moves, die wir konnten, die wir verlernt haben, viele verlernt haben, die wieder sich anzueignen, ist relativ simpel. Und du lebst. Der Mensch, die Selbstheilungskräfte ist phänomenal. Mhm. Und das war jetzt viel, aber unterm Strich, oder? Ja. Kann man da das relativ gut selbst beherzt angehen und bereinigen und sich selber echt super helfen. Ja. Ja, man muss nur einmal diesen Anreiz bekommen, jetzt wie hier von dir am Freitag. Ja. Jetzt haben wir auch schon viel gesprochen. Vielleicht können wir noch einmal, das fand ich ganz cool, einen kleinen Selbsttest machen, was du uns gezeigt hast mit den Füßen, wie man die wirklich selber ansteuern kann. Das könnt ihr auch zu Hause dann gerne nachmachen. Und zwar, du hast gesagt, wir versuchen mal einfach nur den dicken Zeh hochzuheben, die anderen Zehen am Boden zu lassen und dann nochmal umgekehrt. Ja? Also eine praktische Übung für alle zu Hause. Ich habe es nicht geschafft, ich muss das auch wirklich noch trainieren, weil du sagst, es ist wirklich so, der Schuh nimmt uns die Fähigkeit, da genau anzusteuern, nimmt eigentlich die Muskulatur aus den Füßen komplett raus, fast, ja, kann man das so sagen, wie als ob wir die Hände zuschnüren würden. Dann würden wir auch irgendwann nur noch das Gefühl haben, einen Finger zu haben. Der Körper, wenn du mal deine Finger spreizt und ich sie einzeln berühre, oder hier, das wird sofort zum Gehirn transportiert und das ist spürbar. Mhm. Und die Fingerfertigkeit und so weiter, ist alles da, passt. Sind wir so gewohnt. Tust du aber deine Hand einbandagieren,
dann ist eine einbandagierte Hand fürs Gehirn nach einer halben Stunde ja nur noch eigentlich ein Finger, weil ja nichts mehr stattfindet. Keine Bewegung, keine Ansteuerung mehr. Okay, übertrag das auf die Füße, die im Schuh stecken. Das heißt, also fürs Gehirn ist ein Fuß, der im Schuh steckt, jetzt sehr bildhaft, kann man sich gut vorstellen, eigentlich nur noch ein Zeh oder ein Klumpen. Jetzt stecken da aber 26 Knochen im Schuh. Pro Fuß. 200.000 Sinneszellen an der Fußsohle. Mehr als im Gesicht. Das heißt, durch Socken, teilweise Wettkampfspieler zwei Socken, vielleicht sogar noch getaped, um sein Sprunggelenk zu stabilisieren, weil er schon öfter mal umgeknickt ist, wo du sagst, wow, da wird in die Funktionalität massiv eingeschränkt. Ich brauche einen Schuh im Tennis. Völlig okay. Bei diesen Böden, ist, du wirst ja alles aufreißen. Ja, klar. Schon okay. Aber ich würde da das mal vorab überprüfen, denn bei den meisten geht die Ansteuerung verloren. Und der Fuß ist entscheidend für Wahrnehmung. Es überträgt das, was er wahrnimmt, für dein Gleichgewicht, für deine Statik. Brauche ich das? Ja, sicher. Im Tennis? Ja, absolut. Und da ist es einfach schade, dass man da viel zu wenig für seine Füße macht. Wie zum Beispiel den Test, die Ansteuerung, dass ich mich hinstelle und einfach mal nur die großen Zehen anhebe und die anderen Zehen in den Boden presse. Oder andersrum, oder die Zehen spreize oder sie anhebe und nur den großen Zeh wieder absinken. Also da gibt es einfach Spielereien, um das wieder ein bisschen zu üben und zu schulen. Und ich auch, ich war im Skischuh ständig, ja, und da knallst du mir auch noch zu. Ja, klar. Der ist noch hier ist noch ein bisschen Spiel drin, ja. Vorsichtig ausgedrückt. Ja. Aber trotzdem die Füße elementar und natürlich dann das Sprunggelenk. Und bei vielen, das sind so richtige Plattfüße, ne? Der dann auch so nach innen knickt oder vielleicht sogar nach außen steht, dass dann natürlich Auswirkungen, wie du vorhin ja gesagt hast, aufs Knie, auf die Kniestellung, auf den Winkel, auf die Belastung, ein Knie nach innen sollte man können, schon klar. Aber wenn ich halt die ganze Zeit nur in der X-Stellung spiele, irgendwann mal, schon belastend. Absolut, ja. Und der Fuß als solch von der Qualität, in der verloren gegangen ist, schenkst du brutal viel her. Und das Sprunggelenk, die Grundmobilität und Stabilität sollte da sein. Aber wenn da halt Senkplatz, Spreizfuß und Steifheit drin ist, sorry, ja, hast hin und tust dich schwer in der Hocke. Du, ja. Ich weiß, keiner spielt in der Hocke Tennis. In der tiefsten Hocke. Aber es wäre eigentlich eine Grundbewegung. Ja, das stimmt. Also du kannst so einen Test auch mit einbauen. Die sollen mal probieren, können sie noch so in der freien Natur auf die Toilette begeben? Ja, die wenigsten. Also man sieht wirklich, wir könnten glaube ich noch 2 Tage hier über dieses Thema sprechen. Ja, ja. Ja. Aber wenn ihr mehr Informationen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal bei Silvester vorbeischauen. Wo kann man dich finden? Also es gibt viele, wenn es tennisbezogen ist, sehr viele Videos und Beiträge auf der Plattform von Tennisgate. Da wurden viele Videos aufgenommen. Ich habe mich bemüht, das auch zu beschreiben, den Nutzen zu transportieren. Und auch vieles, was wir praktisch hier jetzt am Freitag gemacht haben bei der A-Trainer-Ausbildung. Da gibt es auch einen eigenen Kurs. Die haben auch so schon eine eigene App entwickelt, wo extrem viel Content von meiner Seite drin ist. In Richtung Beweglichkeit, Mobilität, aber auch Testing mit Kindern. Also da will ich einfach mal drauf gehen. Oder einfach Social Media, Silvester mit I. Okay, das werden wir alles unten das verlinken. Das hängt dann vielleicht mit dazu. Und dein Buch kommt bald raus. Das werden wir unbedingt auch noch unten verlinken. Sehr gerne. Wer das haben möchte, wer sich da informieren möchte, schaut auf jeden Fall da vorbei. Wir bedanken uns hier an dieser Stelle bei dir, Silvester, für deine Zeit. Ja? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, vielleicht sogar auch bald in der Praxiseinheit. Ja? Vielen Dank. Mach's gut. Servus. Und ciao.